Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kommt eine neue Folge Racho TV. In dieser Folge habe ich mir überlegt, ich spreche mal darüber, wie ich meine Aufnahmen unterwegs mache und mit wie wenig Equipment ich eigentlich rumrenne. Ich habe gerade ein Shooting gehabt und zu dem werde ich euch ein bisschen was sagen. Wie ihr wisst, bin ich aktuell in Australien und in Sydney. Wir waren zwischendurch auch mal ein bisschen reisen und wenn ich unterwegs bin in verschiedenen Ländern, dann muss ich mir natürlich überlegen, was für ein Equipment ich mitnehme. Und auch wenn ich hier irgendwelche Beauty-Aufnahmen oder Modeaufnahmen oder vielleicht meine Werbung oder sonst Reiseaufnahmen machen will, dann muss ich irgendwie einen Kompromiss haben, mit dem ich gut arbeiten kann. Und in dem Fall arbeite ich mal vorweggenommen mit der EOS R, Canon EOS R und am liebsten mit meinem 24-70. Das ist ein L-Objektiv und mit diesem mache ich meine meisten Aufnahmen. Also ich würde mal sagen, 70% der Aufnahmen, die ihr auf meiner Webseite seht, ist mit diesem Objektiv gemacht. Aber zu der genaueren Technik später nochmal. Ich möchte jetzt mal einen kleinen Überblick über so ein Shooting machen. Ich habe Lien gesagt, sie soll mal filmen. Sie ist mit dem Handy hinterhergerannt und einem Gimbal. Lilly ist ein wunderbares Model aus Deutschland, die ich hier über Instagram kennengelernt habe. Das heißt, wir haben erstmal über Instagram geschrieben, haben gesagt, wir wollen unbedingt was machen. Ich konnte mir was vorstellen, sehr gut am Strand. Und dann haben wir uns hier verabredet, saufrüh. Um 4.30 Uhr sind wir aufgestanden, haben uns fertig gemacht und wollten so das erste Licht abfangen. Denn, Morgenstund halt Gold im Mund, sagt man ja. Ich würde mal behaupten, ja, es gibt so verschiedene Lichtsituationen, die ganz früh morgens schlau sind, aber auch die Situation, dass kaum jemand draußen ist, im Gegensatz zu abends. Und mittags gibt es auch schönes Licht, allerdings muss man da wesentlich mehr zaubern und am Strand, weiß ich nicht, muss man sehr viel mit Schatten arbeiten. Nichtsdestotrotz habe ich eine Stelle gesucht, wo natürlich die Morgensonne draufknallt, zum einen, aber wir auch irgendwie schnell ja, in Schatten gehen können, an die Felsen gehen können, vielleicht mal drumherum an den Strand gehen können, wo ein Schatten ist. Und da ist der Tamarama Beach oder Tamarama Beach in Sydney hervorragend geeignet. Hier gibt es unfassbar viele Strände. Und die liegen natürlich alle in eine unterschiedliche Himmelsrichtung, weil es hier sehr viel Buchten gibt. Das heißt, ich muss mir überlegen, von wo die Sonne als erstes kommt, also ob sie vom Meer kommt, vom Land kommt, von der Seite kommt und so weiter. Und dementsprechend suche ich mir die Location aus. So, und natürlich kann ich dort nicht 10-mal das Objektiv wechseln, könnte ich machen. Ich könnte auch ein Stativ hinstellen mit dem iWork-Case und den Laptop rein und in den Rechner reinschießen, was ich übrigens bei wichtigen Produktionen durchaus begrüße, weil du ja die Sachen kontrollieren können musst. Aber ich war unterwegs mit meiner Canon EOS R und dem 24-70. That's it. Speicherkarte noch, paar Akkus in der Hosentasche und als Lichtequipment hatten wir höchstens einen Reflektor, aber die meisten Sachen mache ich tatsächlich auch mal ohne Reflektor beziehungsweise ohne, dass ich ein weiteres Hilfsmittel habe. In dem Fall hat mir Sebastian wunderbar geholfen und konnte dann halt auch mal den Reflektor halten. Ansonsten macht das gerne halt auch mal meine Frau oder irgendeinen Assistenten, den ich mal finde. Man findet immer irgendjemand, der einem helfen kann. Und eigentlich muss man ihm ja nur sagen, was er machen soll. Und dann ist so eine helfende Hand durchaus nicht verkehrt. Sachen schleppen, Bademantel mal oder beim Umziehen helfen. Also mal irgendwie ein Tuch hinhalten oder weiß der Kuckuck. Reflektor nicht zu vergessen. Ich finde, und jetzt kommen wir mal zur Technik, die Kombination aus einer Vollformatkamera, das ist mir das Wichtigste. Es soll Vollformat sein. Ich mag gern auch ein Stück mehr Megapixel. Also ich habe 36, glaube ich. Ja, denke ich. Auf mich zu Hause wartet die Canon
iOS Air 5, auf die ich mich sehr freue. Die habe ich schon gekauft. Wir sind nur nicht nach Deutschland geflogen. Die wartet also bei Photomeyer auf mich, auf die ich mich wirklich sehr freue, weil die natürlich auch noch ganz andere Schärfen hat. Aber auch schon vor 10 Jahren hat man wunderbare Bilder gemacht. Also ich kann durchaus empfehlen, bei der Qualität, die wir heute an Kameras haben, dass man nicht unbedingt das neueste, fancyste und größte Modell haben muss, sondern dass man vielleicht auch mal ein vorhergehendes Modell sich anschaut. Also die Canon 5D Mark IV zum Beispiel ist ein unfassbar geiles Gerät. Es ist ein Tickchen größer als die EOS R oder die R5, aber von der Qualität her 1A. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, kriegt man diese Kamera ziemlich günstig, gebraucht, vollkommen in Ordnung. Man sollte sich halt angucken, von wem man sowas kauft. Ich würde übrigens empfehlen, nicht von Profis zu kaufen, sondern von Hobbyfotografen. Die benutzen die Kamera wesentlich weniger und dann ist die auch noch nicht ganz so viel benutzt. Ja, ansonsten ganz, ganz wichtig ist für mich das Objektiv. Und ich habe es ja schon erwähnt, das 24-70-2.8. L ist für mich das Objektiv, mit dem ich die meisten Sachen mache. Und warum ich jetzt zum Beispiel keine Festbrennweiten hier rumschleppe, hat einfach was damit zu tun, dass ich, gerade wenn ich reise, eine Flexibilität brauche. Am Strand ist es schon durchaus gut, wenn man mal irgendwie flexibel ist und mal ein bisschen zoomen kann, ein bisschen weiter weg, dann ist man Felsen dazwischen und so weiter. Natürlich kann man auch mit einer Festbrennweite wunderbare Fotos machen, nur fühle ich mich dadurch sehr eingegrenzt. Und ich sag mal so, schaut euch die Bilder auf meiner Seite an, schaut euch die Bilder an, die ich jetzt hier in diesen Beitrag poste. Wer dieses Video sich irgendwo anders anguckt, auf meiner Webseite unter den Beiträgen, da findet ihr die Fotos und da seht ihr eine ganze Serie, nur mit einem Objektiv gemacht und mit Reflektor. An der Stelle, Blende ist mir durchaus sehr wichtig. Ich arbeite ungern mit der Blende 2,8. Das hat zwei Gründe. Erstens glaube ich, dass meine Kamera mittlerweile so ein kleines Schlägchen weg hat. Die ist nämlich schon ein paar Mal richtig hart auf den Boden geknallt. Die haben wir ordentlich gequält. Die ist in einer Pfütze gelandet. Wir haben die schon x-mal sauber gemacht. Ich war bei so einer Matsch-Rally dabei. Meine Fresse, Alter. Das Ding hat richtig viel mitgemacht. Nichtsdestotrotz habe ich hier demnächst auch wieder ein Beauty-Shooting und ich nehme wieder dieselbe Kamera. Also schaut euch die Bilder an. Ich glaube, ja, was soll ich dazu sagen? Man kann immer an Qualität noch ein bisschen mehr und hier noch ein bisschen mehr, aber letzten Endes geht es doch auch um das, was da drauf ist. Und an dem kann man wesentlich mehr schrauben. Also die als Vergleich, wenn ich sage, ich miete mir eine richtig geile Location, bezahle ein gutes Model, eine geile Make-up-Artistin, kann ich an meinem Portfolio wesentlich mehr drehen, als wenn ich für viel Geld eine neue Linse kaufe oder eine neue Kamera. Nichtsdestotrotz beim Bereich Linsen, ich setze auf L-Linsen und keine Kompromisslinsen, die meinetwegen günstiger sind. Einfach aus dem Grund, es gibt bestimmt auch tolle andere Objektive, die von anderen Herstellern und das Objektiv ist schön und da bla. Das Ding ist, ich habe gar keine Lust und Zeit, mir alles zu vergleichen. Wenn ich mal die Möglichkeit habe, warum nicht? Meistens habe ich die Erfahrung gemacht, die sind dann schwerer, die sind viel langsamer im Fokus, dann mal für Filmen schlecht. Dann, da ist immer irgendwas und mit den L-Linsen habe ich am wenigsten Trouble gehabt. Deswegen arbeite ich damit und fertig und kümmere mich lieber um andere Sachen. So easy. Ich habe zwar auch noch ein 15-35mm, mit dem ich jetzt gerade zum Beispiel aufnehme. Das hat auch eine Stabilisierung, also gut zum Filmen. Und ich habe ein 100mm Makro mit. Das sind meine drei Objektive, mit denen ich reise. Nur so nebenher schon mal. Licht. Wir haben nur mit dem Reflektor gearbeitet und in vielen Fällen habe ich Basti gesagt, nee, nimm mal weg, weil natürliches Licht so schon sehr viel kann. Nur weil du einen Blitz hast oder eine große Anlage oder einen großen Reflektor oder einen kleinen Reflektor oder wie auch immer, heißt es nicht, dass man es unbedingt nutzen muss. Im Gegenteil, ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man gar nichts benutzt, es eigentlich am natürlichsten aussieht. Es muss nicht immer nach Werbung aussehen. Nichtsdestotrotz benutzen wir den Reflektor auch sehr gerne und sehr oft, um Schatten zu machen. Gar nicht unbedingt zum Reflektieren, sondern einfach das Model mal in Schatten zu packen, damit wir sozusagen die Haut zum Beispiel brauner kriegen oder damit ich ja die Fisselhaare, die von der Sonne angeleuchtet werden, dann eben nicht mehr fisselig sind, weil sie im Schatten sind.
Oder ja, keine Ahnung, wenn das Mädel seitlich guckt und du kriegst mega Augenringe, dann ist es manchmal clever, mehr Schatten ranzumachen, weil die in Anführungszeichen Augenringe dann mit dem Rest auch verschwimmen und dann sind die auch nicht mehr zu sehen und so weiter und so fort. Ich meine, das ist nochmal ein riesengroßes Thema. Kurz, EOS R 2470 und ich bin glücklich. Vielleicht noch eine Speicherkarte. Und damit mache ich sehr viele Shootings in diversen Regionen, aber auch im Studio. Wenn ich mal im Daylight-Studio bin, aber auch in einem normalen Blitzlichtstudio, arbeite ich sehr gerne mit diesem Objektiv, mit diesem hier. Ich habe jetzt sogar noch einen Adapter dran, weil an meine Kamera passt dieses ältere Modell nicht. Übrigens auch ein sehr, sehr, sehr gutes Objektiv. Das heißt, eine super Kombination ist zum Beispiel die EOS R oder sogar die EOS RP. Und das 2470 2.8 EF, das sind also die zwei Sachen kriegst du mittlerweile deutlich günstiger. Kannst dir natürlich auch den neuesten Scheiß kaufen, ganz klar. Aber diese Kombi kann ich für Einsteiger sehr empfehlen, um sofort höchste Qualität zu kriegen. Also damit hast du die Qualität, die ich für diverse Kampagnen genutzt habe. Just saying, Vollformatsensor ist wichtig. Liebe Grüße aus Australien. Wir hören uns.